So, damit willkommen zurück bei Dedicum Racing und Welt 2. Wir starten direkt durch in der Frostbeulenspitze mit den Silbermünzen. Und ich sage euch jetzt schon, ich habe ein bisschen Angst. Okay, wie es aussieht, kann man die Silbermünzen in der Vorschau nicht sehen. Ja, ich bin gespannt. In der ersten Welt hatte ich bei den ersten beiden Leveln keine so großen Probleme mit den Silbermünzen, die anderen beiden waren dafür umso schlimmer. Und da habe ich gerade schon an links gesehen, wo ich mir nur gedacht habe, nee, merkt nicht euer Ernst. Die ist auch, naja, ich weiß nicht. Ach du Scheiße. Ah Gott, okay, wir gucken uns erstmal alle Positionen an, denke ich. Viele dürfen da auch gar nicht mehr fehlen. Hier ist da noch eine. War da rechts eine? Ich weiß es nicht. Da sind Nummer zwei. Oh Gott, das heißt, du bist sogar gezwungen, nicht alle in einem Versuch zu holen. Oh Gott, also ich alle in einer Runde. Ja. Vielleicht ist es auch nicht so schlau, direkt mit dem Fluglevel zu starten. Sag ich ganz ehrlich. Ja, nicht, da war gar keine zweite Münze. Also die Münze ist ja auch schon. Boah. Die auch. Die ist dann schon wieder deutlich sozialer. Hier ist glücklicherweise keine drin. Das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Die habe ich jetzt leider verpasst, glaube ich. Da rechts war doch keine. So, jetzt ist da und da noch eine gewesen. Wir haben jetzt 5 Stück. Haben wir nochmal eine? Nee, ne? Okay. So, das heißt, jetzt merken wir, jetzt gleich kommt nochmal eine hier. Genau. Mhm. So, hier unten. Die finde ich immer noch absolut schrecklich. Ah, das war auch ein bisschen ärgerlich. Die hätte noch. Mhm. Hätte man durchaus bekommen können. So, und da rechts scheint keine gewesen zu sein. Hier oben. Eine noch. Eine Münze fehlt noch. Und das ist die eine, die da an dieser doch durchaus fiesen Stelle ist. Hier irgendwo. Da. Nein! Ah. Okay. Das ist aber echt machbar. Und damit verlieren wir das Ganze auch, wenn ich alle Münzen gesammelt habe. Boah, ist das fies. Kann man nicht anders sagen. So, die habe ich dieses Mal bekommen. Dafür wieder die Bananen nicht. Hier wieder die Münze, sehr schön. Und denk dran, ich brauche unbedingt die ganzen Bananen. Das ist so wichtig, ne? Oh Gott! Bekommen. Fehlt nicht mehr viel. Aber jetzt muss ich auch noch mal gleichzeitig ein bisschen mehr auf Bananenjagd gehen. So, Nummer 2. Scheiße. Nicht gut. Okay, immerhin wieder ein paar Bananen bekommen. Ich jetzt erstmal. Die kann ich leider nicht ignorieren. Hab's aber leider ignoriert. Mist. Okay. Da ist Diddy. Jetzt heißt es, ihn überholen. Und die letzte Münze holen.
Das wird leider gar nicht mehr so einfach. Okay, ich habe die letzte Münze. Jetzt muss ich ihn noch irgendwie überholen. Okay. 10 Minuten Aufnahme, ja, geht besser, geht schlechter. Letzten Endes haben wir dieses erste Silbermünz-Level geschafft. Und es gehen noch 3 vor uns, plus Boss, plus Trophy Race, aber Trophy Race ist ja so umfangreich, das werde ich auf jeden Fall auch wieder in der nächsten Folge machen. Deswegen will ich gucken, dass ich zumindest die Silbermünz-Level vielleicht schaffe jetzt in dieser Folge. So, hier war das nächste Mal, ja. Walrossbucht. So, die anderen 3 Level waren ja allesamt normale Autorennen. So, hier ist keine Münze, da ist eine. Bitte sag mir nicht, da war jetzt eine Münze auf der Strecke, nee, ne? Also hier im Looping. Nee, ich glaube aber nicht. Okay, die hat tatsächlich noch gezählt. Krass, hätte ich nicht gedacht. Die habe ich auch noch bekommen. Okay. Die leider nicht. Doch! Aber das sieht immer so aus, als wenn ich voll weit davon entfernt bin. Okay, die habe ich jetzt nicht bekommen. Die ist ein bisschen asozialer. Okay, da wäre noch eine gewesen. Ist hier auch noch eine? Nee. Hier ist keine. Okay, das heißt, ich muss in der nächsten Runde in jedem all diese Abkürzungen fahren. Mann, wenn dieses Level nicht schon schwer genug wäre, musst du hier auch noch Erster werden. Neben den Silbermünzen natürlich. Das ist... boah. Nicht einfach. Das Ding ist, es fehlen noch 2 Münzen. Ich frage mich, wo bitte soll die zweite sein? Irgendwo muss noch eine weitere Münze sein, das war jetzt komplett lost. Zum Ernst. Wo ist die letzte Münze? Hier ist ja legit nichts. Ja, genau, mitten im Turbo, ne? Gab es noch irgendeine Abkürzung, von der ich nichts weiß? Hier ist auch keine. Auch nicht. Jetzt mal ernst, wo ist die letzte Münze? Also erster werde ich schon mal nicht, das ist klar, aber ich will halt erstmal ein bisschen da hinterm Baum. Are you kidding me? Das ist doch zum Heulen. So, Münze 1. Münze 2. Sehr schön. Münze 4 kriege ich jetzt erstmal nicht. Gucken wir, dass wir die vielleicht mal direkt am ersten Versuch diesmal kriegen. Yes, sehr schön. Noch gerne den Turbo mit. Wenn wir leider nicht bekommen, dann nehmen wir vielleicht mal die andere zuerst mit. Yes, top. Okay. So, welche fehlen jetzt noch? Also hier am Ende dieser Höhle, die gleich kommt wieder. Brauchen wir auf jeden Fall. Die Münze hier rechts. Hat die echt noch gezählt? Toll. Okay, auch hier holen wir jetzt erstmal wieder die schwierige Münze. Yes. Wobei, stimmt, das kommt. Noch hier, genau. Oh yes. Okay. Ah, oh, nicht gut. Nicht gut.
Okay, ich glaube, das müsste es sein. Yes! Auch hier wieder 10 Minuten gebraucht. Aber gar kein Problem. 10 Minuten sind, denke ich, vollkommen okay dafür. Und jetzt haben wir noch 2 Level vor uns. Für die ich aber tatsächlich ja auch schon für die normalen Durchläufe länger gebraucht habe. Zumindest bei der Eisstadt. Kommt ihr schon als nächstes? Nee. Doch. Ah. Nee, Schneeballschuch kommt zuerst. Ah ja. Ich erinnere mich. Okay, hier kann man auch ordentlich fiese Verstecke einbauen. Die ist aber tatsächlich vollkommen in Ordnung. Bei der habe ich gar keinen Plan. Sag ich ganz ehrlich. Oh mein Gott. Bitte. Das schaffe ich ja nie im Leben. Ich meine, ja, hör mal, ich habe zumindest jetzt schon mal das erste Ding hier. Zum Teufel. Sind hier 2 Münzen? Ja, tatsächlich. Nein. Nein. Ich werde Zweiter. Das darf nicht wahr sein. Ach komm. Ich versuche die. Wobei die auch viel breite Fläche hat. So, da kann genauso schlimme Münzen platziert werden. Ja, muss sie direkt schon was am Anfang. Was ist das schon wieder hier? Da rechts war eine, da links ist eine. Da unten ist eine. Alles klar, hat gleich mal 3 Stück auf einen Schlag verpasst. Die habe ich auch verpasst. Damit wären das, wenn ich alle zu dem Zeitpunkt hätte, 5. Nummer 6, die ich auch nicht bekommen habe. Ja, und der Rest? 7. Das ist nicht euer fucking Ernst. Und da ist die 8. Ja, nee, ist klar. Ich bin 4. und habe 2 von 8 Münzen. Und frage mich legit, wie ich das machen soll. Weil ich so harte Umwege fahren muss.
Nee, nicht rasch. Ich glaube es ja nicht. Das kannst du vergessen, wie weit der erste schon wieder vorne weg ist. Well done! You've won a piece of the amulet!
the Trophy Challenge. Goodbye, kid.